Zahlreiche innovative Zukunftsprojekte prägen die Stadtentwicklung und gestalten am Städten aktiv zu einem modernen und zukunftsorientierten Lebensraum um. Wir haben uns vor Ort ein Bild von den vielfältigen Aktivitäten gemacht und zeigen im folgenden Beitrag die dynamische Entwicklung der Stadt. Am Städten ist in Bewegung. Die Stadt präsentiert sich dynamisch und zukunftsorientiert. Durch eine Vielzahl innovativer Zukunftsprojekte wird die Stadtentwicklung aktiv vorangetrieben. Ja, am Städten ist eine sehr dynamische Stadt. Heuer werden sehr, sehr viele Projekte fertig. Ich denke an den Hauptplatz oder an das wunderbare Stadtbad oder den Uferpark. Für besonders viel Freizeitspaß soll in naher Zukunft der neue Uferpark sorgen, dessen Herzstück das neue Stadtbad sein wird. Das Stadtbad ist ja groß eingegliedert in den Uferpark, das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Freizeitanlage und der Uferpark ist gratis zugänglich für alle Generationen. Es wird dort auch eine Gastronomie geben, dann gibt es das Stadtbad an sich. Im Innenbereich wird gerade das Sportbecken fertig, das ist 25 Meter lang und die Fliesenarbeiten sind fast abgeschlossen. Neben einem neuen Erlebnis- und Multifunktionsbecken inklusive Strömungskanal, Massagedüsen und Nackenduschen erwartet insbesondere die Kleinsten im Kleinkinderbereich eine beeindruckende Landschaft, bestehend aus drei unterschiedlich tiefen Becken. Als neues Highlight führt eine Rutsche vom Obergeschoss über den Außenbereich in ein separates Becken im Hallenbad. Beim Außenbereich, da werden gerade die Rutschen fertiggestellt, die Speedrutsche wird fertiggestellt, die Sprungtürme werden fertiggestellt und der Aquasplash Park wird gerade aufgebaut. Viel Sport und Spaß steht an vorderster Stelle. Natürlich auch, dass man schwimmen lernt. Ich denke, das ist derzeit ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder wieder das Schwimmen lernen. Wir bauen ein Bad für unsere Familien, für alle Generationen. Und was mir ganz besonders wichtig ist als Bürgermeister, dass es auch ein leistbares Bad wird. Neben unseren Familienpreisen haben wir uns entschieden, Kinder bis 6 Jahren bekommen freien Eintritt. Das Stadtbad wird im Sommer eröffnet. Bewegung gibt es auch am Hauptplatz in Amstetten. Der wird neu gestaltet, nachhaltig, zukunftsweisend mit etwa 100 Bäumen. Momentan sind wir sehr intensiv in den Umbaumaßnahmen. Wir haben jetzt die Schwammstadt im südlichen Bereich des gesamten Bauplatzes schon hergestellt. Da gibt es auch schon die Bäume dazu. Das Schwammstadtprinzip ist für uns deswegen so wichtig, weil wir damit zwei Wetterextremen entgegentreten. Das eine ist diese langen Hitzeperioden und das andere ist natürlich diese Starkregenereignisse. Wir machen mit einem Grobschlag da unten einen Schwammkörper, wo sich das Wasser sammeln kann und die Bäume können dann in den Trockenperioden von diesem Wasser halt sozusagen auch die Kühlung für den Hauptplatz eben machen. Wir haben auch am Ende des Tages ca. 100 Bäume dann am Hauptplatz und das bedeutet, dass wir auch hier Lebensqualität und vor allem Aufenthaltsqualität schaffen. Amstetten, hier tut sich einiges. Eine Stadt in Bewegung.